Ich habe mit einem Zufallszahlengenerator fiktive Matrikelnummern, siebenstellige Matrikelnummern erzeugt und dann sieben Aufgaben einfach mal rausgepickt aus der Online-Welt. Ob meine eigene damalige Matrikelnummer dabei ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber eher nicht. 1188109 wäre sie gewesen, wen das interessieren sollte. Ich nehme mal irgendeine Aufgabe raus aus Aufgabe 3. Die unterscheiden sich nicht wirklich. Hier steht eine 7, dort steht eine 7, da steht eine 7. Bei der nächsten Aufgabe ist es 10, 10, 10 und bei der davor ist es 2, 2, 2. Sonst sind die Funktionen f, die hier genannt sind, alle identisch. Und ebenso identisch ist, dass sie allesamt stetig sind. Sie sind stetig. Wer anderes meint, liegt falsch. Die Funktion g ist interessanter, könnte man mal locker sagen. Aber die Unterschiede zwischen den verschiedenen hier vorgeschlagenen Funktionen sind marginal. Einmal steht hier ein Plus, ein andermal ein Minus. Der Rest der Aufgabe ist ziemlich irrelevant. Naja, nicht ganz irrelevant. Im unteren Bereich kommt jeweils 2 heraus, wenn man x gegen den Zahlenwert streben lässt, der vorgesehen ist. Und das ist in all diesen Aufgaben 0. Das heißt, der rechtsseitige Grenzwert der Funktion g für x gegen 0 ist 2. Und der linksseitige, tja, der ist mal 2, dann wäre die Funktion stetig. Mal ist er aber auch minus 2, dann wäre sie unstetig. Wie kriegt man das raus? Indem man das Plus und das Minus genauer beleuchtet. Wenn man x gegen 0 streben lässt und dies von links tut, ich merke gerade, da muss man an einer Stelle vielleicht noch aufpassen, dass hier nicht versehentlich ein Vorzeichen, ein anderes Ungleichheitszeichen steht. Nehmen wir mal diese Situation. Hier steht ein kleiner Zeichen. Das heißt, ich setze an dieser Stelle gedanklich zumindest für x Zahlen ein, die Richtung 0 tendieren. Dies aber von links tun. Das heißt, hier wird minus unendlich entstehen. Zusammen mit dem Pluszeichen bleibt das minus unendlich. Und dieses minus unendlich sorgt dafür, dass der Arcus tangens von jenem Ausdruck gegen minus Pi halbe konvergiert, was multipliziert mit 4 durch Pi minus 2 ergibt, sodass diese Funktion g nicht stetig wäre. Wäre dieses Ungleichheitszeichen jetzt andersrum gesetzt, das könnte bei manchen Aufgaben sein. Ich muss mal gerade nach unten spickeln, ob da ja tatsächlich hier ist das erste andersrum. Muss man also doch ein bisschen aufpassen. Wenn das hier andersrum gesetzt wäre, dann würde dieser Ausdruck hier hinten gegen plus unendlich tendieren. Dann würde der Grenzwert insgesamt hier oben plus 2 sein und mit dem anderen Grenzwert von hier unten bei rechtzeitiger Annäherung an die 0 übereinstimmen. Das heißt, es ist eine Kombination aus diesem Ungleichheitszeichen und diesem Vorzeichen, welches zu beachten ist. Haben wir hier größer und plus dann stetig? Haben wir hier kleiner und plus dann unstetig? Haben wir hier größer und minus dann unstetig? Haben wir hier kleiner und minus dann stetig.